Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Lakeside. Wir sind wieder hier in unserer kleinen europäischen Ortschaft, mehr ist es ja momentan noch nicht. Und ich möchte heute eben schauen, dass wir vielleicht den nächsten Meilenstein erreichen. Da werde ich auf jeden Fall, liegt die Priorität ganz weit oben, weil dann die ersten Felder freigeschaltet werden, die ich mir hier schon in Bereichen gut vorstellen könnte. Zudem möchte ich vielleicht noch gerne eine Karre freischalten und versuchen, dass wir eine der Schnellstraßen von der anderen Seite kommend vielleicht auch mit der Stadt so ein bisschen verbinden. Ob uns das gelingen wird, weiß ich noch nicht ganz. Da müssen wir mal schauen, ob das mit den Kacheln hinhaut. Wir haben auf jeden Fall welche zur Auswahl. Und ja, finanziell sind wir eigentlich auch ganz gut abgedeckt. Deswegen schauen wir da einfach mal, liebe Leute. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Gut, dann werde ich mal schauen, wie wir beginnen. Wir haben noch auf jeden Fall die Hälfte vom Meilenstein, bis wir dann irgendwo oben angekommen sind bei der Stufe 3 oder Meilenstein 3. Und dann haben wir eben die Felder, die freigeschaltet werden, wenn ich es jetzt nicht falsch gesehen habe. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier und dieser Seite hier drüben diese Straße und hier kommend hier rüber verbinden. Das wäre so ein Ziel, wo ich jetzt mal gucken muss, ob die Kachel reicht. Wahrscheinlich nicht. Das dachte ich mir nämlich. Wir brauchen nämlich zwei Kacheln. Das ist großartig wieder gelaufen. Aber wir machen das einfach mal. Dann würde ich gerne hingehen. Würde mich hier weiter einkaufen. Was haben wir denn? Das sind nochmal drei. Und dann war es das. Geld haben wir aber trotzdem noch genug. Die ersten Kacheln, die kosten ja nicht so viel. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir erstmal hier natürlich durch. Schau mal, dass wir hier auf jeden Fall die Bäume hier teilweise wegnehmen und die Büsche. Ich möchte hier auf jeden Fall rübergehen als Brücke und möchte dann auch schauen, dass wir hier in den Bogen rübergehen. Hier drüben dann irgendwo landen. Das sind halt super viele Büsche hier. Da will ich auf jeden Fall so eine Schneise durchmachen. Dass da einfach nichts irgendwie drunter ist. Dann können wir mit dem Brush können wir das ja wieder drüber setzen. Aber hier, guckt euch das mal an. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Was natürlich auch der Wahnsinn wäre von euch, wenn ihr gerade in der Zeit mal kurz eine Bewertung für dieses Video da lassen würdet. Und natürlich gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, kostenlos den Kanal abonnieren. Da freue ich mich natürlich auch mal sehr drüber. Und so, wenn ihr das Glöckchen aktiviert, verpasst ihr dann auch keine Folgen mehr hier in Cities Skylines 2. Wie man hier bei dem Projekt ja gesehen hat, kann es ja auch mal ganz spontan sein, dass einfach mal ein neues Projekt auch startet, womit man nicht unbedingt rechnet. Ja. Gut, dann würde ich jetzt gerne mal schauen. Das könnte jetzt vielleicht ein Problem werden, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt dran gedacht, weil... Ah, okay, das reicht ja aber genau. Wow. Das ist nicht schlecht. Bin ich gar nicht so unzufrieden mit. Dann würde ich gerne hier rüber gehen. Dann gehen wir hier. Ja, toll, das ist natürlich ein super Start wieder. Was macht der denn hier? Warte mal. Okay. Ich frage mich gerade, warum er das macht. Ich kann es nicht sagen. Ist es bei den normalen auch so? Ich habe irgendwas nicht gesehen hier, oder? Ach, hier ist Stromleitung. Ach, hier geht eine Stromleitung durch. Ja Mensch, wir haben doch welche. Also super. Siehst aber auch nicht die Dinger, ne? Mach mal direkt mal weg, ne? Ah, die sind hier nebendran verbaut. Auf der anderen Seite natürlich wieder nicht, aber hier haben sie es gemacht. Okay. Ah, sehr interessant, wie das jetzt hier aufgebaut ist. Warum man das so verbunden hat, weiß ich jetzt nicht ganz. Ist aber auch nicht so wichtig. Jetzt sehen wir das. Ach, damit man den nicht sieht. Jetzt verstehe ich das. So, ich wollte eigentlich nur ein Stück abreißen, das war mein Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass sich da so viel gegen sträubt. Und dann würde ich gerne hier eben beginnen und würde hier dann eine einigermaßen hohe Brücke drüber bauen. Guck mal von der Steigung her, wie das hier hinhaut. Plus 6 braucht man nicht. Ich würde hier auf plus 2,6 können wir gehen. Und jetzt stellt sie mir die Frage, will ich hier einmal runtergehen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Wir gehen hier so drüber. Und gehen hier dann wieder gemütlich auf die Null. Und kommen hier drüben dann irgendwo an. Dann haben wir hier
wie gesagt, eine weitere Outside-Connection angeschlossen, wenn wir hier das natürlich mit der Straße verbinden, was ich auch vorhabe. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, wie wir hier mit dieser Straße weiter hier durchgehen. Das wird ein bisschen schwieriger. Auch hier müssen wir natürlich dann auch schauen, dass wir uns da natürlich gut vorbereiten. Ich weiß, manche Leute verstehen das vielleicht nicht, warum ich hier immer wieder die Bäume wegmache. Aber ja, wie gesagt, ich mache das halt trotzdem. Hier diese Reihe dadurch brauchen wir nicht. Die können wir selber wieder bauen. Ich würde sagen, wir gehen auch hier direkt durch und kriegen dann hier den Anschluss wieder. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, das hat ja richtig gut gestartet wieder mal. Das war ja ein guter Start an dieser Stelle. Ich würde gerne hier durchgehen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier nahe dran bleiben möchte. Können wir das machen? Und dann würde ich hier gerne so nach vorne gehen, um den Anschluss zu machen. Da ist natürlich jetzt hier wieder das Tool gefragt. Da haben wir Bäume gemacht in die Mitte. Das machen wir hier natürlich auch nochmal ein Stück weiter. So können wir natürlich auch das Städtchen ein bisschen vergrößern. Dann sind wir hier vorne angekommen. Das wird hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders sein. Das sieht ja hier schon mal eigentlich ganz gut aus. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, dass man hier wieder die Sachen verbinden können. Da kann man natürlich jetzt auch ein bisschen eine andere Art von Bäumen wieder reinbauen, würde ich sagen. Genau. Guckt halt mal, ich kann halt leider das nicht ganz so nah beieinander platzieren, wie er das vielleicht gemacht hat. Das ist so der einzige Nachteil, weil ich eben hier noch keine Mods verwende. Ja, also hier gerade so Anarchie-Mod und so Sachen, die verwende ich ja hier nicht. Dann haben wir hier die Straße eben nach vorne, haben hier eine schöne Brücke und haben Strommasten, der da drüben sind. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Hier drüben ist das nicht. Glaube ich auf jeden Fall. Bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht sehe ich das hier drüben auch nur nicht. Das wirkt halt sehr unterirdisch. Ne, das habe ich gebaut, Moment. Ne, es wirkt unterirdisch, okay. Der hat nur den Strom hier über diese Straßen. Das heißt, hier gibt es Laternen wahrscheinlich. Ah, nee, guck mal, hier drüben. Ach Mensch, da ist das. Die siehst du halt wirklich schwierig. Da läuft die durch. Ah, endlich mal jemand, der solche kleinen Masten auch verbaut auf der Karte. Ich habe die gar nicht gesehen. Ah, das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir dann hier ein bisschen anders anschließen können. Ah, ich bin irgendwie davon ausgegangen. Ich meine, jetzt sehe ich das halt auch direkt. Also, jetzt sehe ich das auch, wie das hier gemeint ist. Aber die Sache ist, ich habe halt wirklich gedacht, das wäre die Straße. Das heißt, die Schnellstraße, die hier durchgeht. Aber das ist sie gar nicht. Ja, cool. Zum aktuellen Stand ist halt auch noch keine Folge online. Ja. Das heißt, ab Folge 4 dann irgendwann. Dann wird die erste Folge auch online sein. Und deswegen wird das vielleicht schon jemand sogar in die Kommentare geschrieben haben. Guck mal, da können wir das nämlich so miteinander verbinden. Ah, ich bin ja ein Fan von Strommasten. Ach, schön, ihr wisst das. Cool. Dann haben wir das auch hier drüben. Das ist schon mal sehr, sehr sinnvoll. Hier an dieser Stelle würde ich dann gerne eher mit... Also versuchen, dass wir hier vielleicht mit Feldern arbeiten. Oder irgendwo hier beginnen mit den Feldern. Das muss ich mal schauen. Hier geht es dann hier rum. Es ist halt hier mit diesen ganzen Büschen ist das schon extrem. Ich glaube, die nehmen wir alle weg. Die nehmen wir größtenteils, außer die vielleicht direkt am Wasser. Die nehmen wir alle weg. Und auch vorsichtig hier bis zu das Schräge wieder durchgehen. Wie gesagt, so ein paar können wir ja mal stehen lassen. Aber hier würde ich eigentlich ganz gerne auch weitergehen und vielleicht... einfach auch Wohngebiete aufbauen. Ja, das ist nämlich sonst ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt gehen wir hier nämlich durch. Können hier dann nochmal immer mal wieder eine Abzweigung mit reinmachen. Zum Beispiel könnte man das hier machen. Könnte hier so eine Reihe abreißen. Was wir dann aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier natürlich das gerade machen, um hier durchzubrechen. Dann können wir hier die kleine Straße, wo ich wieder nicht sehe, wo ich was weggemacht habe. Hier ungefähr. Hier durchgehen lassen. Ja, wir sind ein bisschen langsamer hier unterwegs. Versuche halt hier sehr detailliert auch vorzugehen.
So wie es halt möglich ist, ohne dass jetzt irgendwelche Mods draußen sind. Das muss man halt auch vielleicht immer dazu sagen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das hier mache. Hätte jetzt Lust eigentlich hier so einen... Wollen wir hier einen Kreisverkehr mit reinnehmen? Der hier reingeht. Probiere auch mal ein bisschen Abwechslung hinzukriegen. Und... Na toll. Das falsche Tool dann wieder in der Hand. Das gibt's doch nicht. Man merkt sofort, weil man da ja zweimal absetzen kann. Ich habe mich aber wirklich an das Tool hier am Anfang, also das letzte Tool, da habe ich mich sehr dran gewöhnt. Damit komme ich ganz gut zurecht, wie das hier aufbaut. Ich will auch hier meistens wahrscheinlich Kreisverkehre selber bauen. Aber gerade jetzt hier in diesen Bereichen, finde ich, lohnt sich das auch. Wenn man das in dem Stil macht und guckt, dass man hier vielleicht... Ah, ein Stück vor. Na, ich überlege gerade, wie ich das machen möchte. Ja, dass man hier natürlich hingeht und guckt, zu kleinen Bereichen, dass man das halt dann damit den vorgefertigten Kreisverkehren macht. Jetzt muss ich hier mal schauen, wie möchte ich denn hier weitergehen? Man kann hier ja so ein bisschen entlang laufen. Weil ich ja hier diesen Hügel habe und diesen kleinen Hügel, den möchte ich gerne beibehalten. Dann gehen wir hier die Weise hier durch. Machen wir das hier so. Hier haben wir jetzt natürlich auch nochmal eine sehr große Fläche. Ich bin ein bisschen vorsichtiger momentan mit den ganzen Kurven. Dass man da nicht, dass es nicht überhand nimmt. Na toll. Bin ich ja wieder Jahre unterwegs mit diesem Bulldozer. Ja, und dann sind wir hier. Sag mal, das passiert jetzt aber sehr häufig. Ich habe überlegt, ob ich hier nochmal einen Anschluss mache. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, wir machen das so, dass wir hier nochmal Häuser werden dann hinstellen können. Dann hätten wir hier nämlich die Wohngebiete an sich etwas ausgebaut. Hätten jetzt hier natürlich eine Straße und könnten das hier in der Mitte freilassen. Könnten hier dann einen Wald mit reinnehmen. Das wäre vielleicht ganz schön, dass wir hier dann einfach schauen. Einerseits mit einem Weg. Beim Weg denke ich beide wäre immer dran, dass man natürlich das Kurventool mit einbringen. Auch sehr interessant, währenddessen ich das bei den Straßen teilweise immer sehr vergesse. Und hier könnte man dann eben schon mal schauen, dass man hier natürlich so einen kleinen Wald hier macht. Habe ich sehr, sehr viel, doch ich habe den schon öfters mal gebaut. Das ist ganz praktisch. Guck gerade mal, wie man hier ein bisschen das aufteilen. Kann ja doch schon ein bisschen größer hier sein. Ja, lass mal erstmal so. Begrünen werde ich dann eben. Muss ich jetzt euch nicht unbedingt zu mitnehmen. Ich möchte ja schauen, dass wir hier etwas vorankommen. Eigentlich dachte ich hier, dass wir dort vielleicht die Schule hinbauen. Aber ich glaube, dass die hier an dieser Stelle, hier auf der Seite, vielleicht ein bisschen schöner ist. Können wir jetzt nämlich hier nochmal durchgehen. Es ist... Nee, also wirklich. Bei aller Liebe. Gehen hier bis nach vorne. So. Bauen die Schule dann hier irgendwie hin und werden natürlich hier dann auch schauen, da wir uns hier sehr dran halten, dass wir diese Bäume hier lassen. Machen wir das auf die Weise. Muss man mal gucken, wie rum man halt anfängt zu bauen. In dem Fall halt hier. Wenn wir das mal hier dann durchgehen, dann sind wir hier drüben schon angekommen. Jetzt würde ich mal überlegen, ihr würdet das auch wieder wahrscheinlich mit einer kleinen Straße oder wir machen das mit einer Fußgängerzone. Das würde halt auch möglich sein, dass man zum Beispiel hier hingeht und die Schule direkt an eine Fußgängerzone mit dran bringt, damit da gar nicht so viele Autos irgendwie reinfahren können. Ja, wie gesagt, ist nicht schlecht. Können hier dann eher so eine kleine Verbindung hier nach vorne machen. Machen das dann so, dass wir hier auf jeden Fall das wegnehmen. Was jetzt hier natürlich immer mal wieder sein wird, da könnte man aber das schauen, wo eh schon ein bisschen was frei ist, dass man natürlich da... Ah, guck mal. Sowas, so. Ah, das ist ja schön, guck mal.
Finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn es ein bisschen zusammengedrückt aussieht, aber finde ich gar nicht schlecht. Ah, es ist bewölkt, deswegen wird es jetzt heller. Dann würde ich gerne hingehen und würde hier zu diesem Waldstück nach vorne gehen. Ein wenig in den Bogen durch. Und da muss ich mal gucken. Ich bin mir ja noch nicht so... Ich mache das ja komplett spontan. Das ist wieder so ein Trollwald. Das gibt's doch einfach nicht. Wie kann man so sein? Gehen wir hier nach vorne. Jetzt passt die Schule hier nicht, oder? Das war so klar. Es war so klar, dass diese Schule nicht passt. Ich habe zu spät dran gedacht, das mal auszuprobieren. Jetzt haben wir hier... Ah, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich. In dem Fall nehmen wir den hier raus. Machen das hier nochmal weg. Bauen erstmal die Schule hin. Ja, da habe ich zu spät dran gedacht wieder. Aber ist nicht schlimm. So. Ah, guck mal, perfekt zu dem Parkplatz. Natürlich war das genauso auch angedacht. Das ist ja gar kein Problem. Und dann gehen wir hier einfach nochmal neben der Schule durch. Und hier dann rüber. Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn wir das machen können. Dann haben wir hier die große Schule. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Ah, kriegen die Sportanlage natürlich jetzt hier nicht dran. Also wir verschieben das nochmal weiter. Jetzt wäre jetzt die Frage, lohnt sich das? Wird sich schon sehr anbieten, oder? Wird sich irgendwie schon sehr anbieten, gerade optisch auch. Dann machen wir das hier weg. Und ich würde sagen, dass wir hier dann im größeren Stil einfach hier ein bisschen was wegnehmen. Es fällt mir immer sehr, sehr schwer, so Sachen wegzunehmen, aber ja, ich glaube, das lohnt sich hier optisch. Wenn man ihn hier jetzt dran setzt. Genau, und dann könnten wir die Schule noch erweitern. Das sparen wir uns. Und jetzt dürfen wir auch die Felder haben. Ach, großartig. Ja. Okay, das sehen wir. Das ist zum ersten Mal. Auch hier perfekt, dass die Ding, dass alles so hier bebaubar sein kann. Ich glaube aber tatsächlich auf lange Sicht auf den Karten wird das nicht so bleiben, dass man auch Ressourcen übereinander machen kann. Da muss man sich, glaube ich, entscheiden, wieder wo welche Ressource hinkommt. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle die Möglichkeit, natürlich ein bisschen mit Feldwegen zu arbeiten. Das würde ich gerne hier mit reinbringen. Das würde auch so ein bisschen diesen Abschluss, glaube ich, ganz gut gestalten. Da fällt mir jetzt halt... Ich überlege, ob ich hier Häuser hinmache. Das können wir uns aber später noch überlegen. Oder? Warte mal. Wenn ich jetzt hier einfach mal so einen Weg rausgehen lasse. Dass man hier so ein bisschen diese Randsiedlung vielleicht hinbekommt. Lass uns das mal versuchen. Das wäre vielleicht eine Idee. Machen das mal auf die Weise. Hier kommen dann nochmal Häuser hin. Hier können wir ja dann mit dieser kleinen Straße mal weitergehen und gucken, was daraus werden könnte. Mehr ist es eigentlich nicht hier, ne? Kann man das so machen vielleicht? Hier drüben würde ich ja auch ein Feld hin machen, da bräuchte man aber das nicht. Was wollen wir denn hier hinbauen? Hier wären das mit kleineren Häusern natürlich im Bereich des Möglichen, dass wir hier natürlich die Stelle... Schauen wir mal, dass wir hier etwas Gewerbe hinmachen. Das mischen wir jetzt eben mit den Wohnhäusern. Die wir nicht haben, weil die Arbeitslosigkeit leider zu hoch ist. Natürlich ungünstig, aber ich glaube, wir sehen das bei den Feldern, was markiert ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich glaube, ich bei über 20% Arbeitslosigkeit. Das macht es dann nicht einfacher. Hier ist auch das Gelände anders, sehe ich gerade. Wir machen das mal auf diese Weise. Ich hoffe, dass wir jetzt an diesen Feldern... Okay, man würde es sehen. Das passt. Das haben wir hier. Das ist das. Feuerwehr, Polizei. Das sind Dinge, die neu dazugekommen sind. Okay, damit können wir arbeiten. Auch wenn die Häuser nicht aufgebaut sind, können wir aber trotzdem hingehen und können mal schauen, dass wir vielleicht hier diese Straße hier zu einem Feldweg werden lassen. Dann gehen wir hier hin. Ach, das ist... Ich falle aber auch jedes Mal wieder aufs Neue drauf rein, ne? Der Mapperbauer, wenn der das sieht, der wird denken, haha, da habe ich mehr Bäume hingesetzt, als du denkst.
Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie ein Fehler. Das wirkt so auf jeden Fall nicht ganz richtig. Könnte das auf die Weise machen. Hätte jetzt hier die Möglichkeit natürlich auf die Felder. Und müsste jetzt hier gucken. Will ich an die Landstraße mit einem Feldweg anschließen? Die nutzen das halt trotzdem. Das würde ich eigentlich vermeiden wollen. Ja gut, man könnte jetzt hier... Könnte das vielleicht so machen. Könnte hier vorne dann anschließen. Man bräuchte halt die Zebrastreifen hier an der Stelle nicht. Die machen wir weg. Hätten halt hier dann den Feldweg durch. Hier auf der Seite wird es halt wieder schwierig. Wie machen wir das? Hier wird es halt sehr, sehr schwierig. Hier kann ich schon wieder die Felder eigentlich vergessen. Könnte hier einen Bauernhof hinmachen, könnte hier ein Feld mit rein. Dann müsste er der Bereich hier weg. Das könnte man vielleicht noch machen. Wir haben ja auch Strom und alles. Wir machen das mal so, dass wir hier einen Bauernhof hinsetzen. Der ist wieder nicht gebaut worden. Und wir schauen mal, dass wir hier... Es muss ja, wie gesagt, kein so riesiges Feld sein. Hier gehen wir direkt ran, weil es ist ja auch ein Zaun dabei. Nehmen wir den Zaun, der direkt hier entlang geht. Genau, und hier gehen wir dann im geraden Stil rüber. Machen das so. Machen das mal komplett hier. Jetzt können wir das natürlich nochmal verschieben, wenn es uns doch nicht gefällt. Und das tut es gerade nicht so. Ich würde gerne hier versuchen, ein bisschen Bäume mit reinzubringen. Das ist halt das Schöne. Man kann halt wirklich hier alles im Nachhinein dann nochmal schön bearbeiten. Gerade wenn man was falsch gebaut hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt nur diese eine Art natürlich. Also mehr Felder können wir halt momentan nicht platzieren. Das würde ich aber einfach auch schon mal ein bisschen nutzen, um etwas dieses Randgebiet hier darzustellen. So, hier gehen wir dann ein bisschen weiter weg. Und hier lassen wir natürlich dieses Waldstück auch in der Mitte sein. Das soll dann auch natürlich diese Bereiche trennen. Und hier vorne wäre jetzt halt die Frage, zum einen, doch, wir machen das so, dass wir hier dran gehen, direkt an diese Straße. Und hier dann wieder so nach oben. Ich hoffe, ich habe... Ja, okay, das hat diesmal funktioniert. Und hier können wir jetzt natürlich mit den Feldern, guck mal, vom Radius ist ja Wahnsinn. Ja, das war falsch. Wollte ich jetzt nicht öffnen. Wir machen das so, dass wir hier ein Stückchen wegbleiben. Da können wir da nämlich Bäume hinsetzen. Und hier gehen wir dann natürlich auch ein Stückchen weg. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das? Wir machen das so, so hier rein. Nee, machen wir nicht. Wir gehen hier so zurück. Und dann gehen wir hier so runter und hier direkt dran. Dann ist es auch wieder etwas unterschiedlich zu dem hier links. Wir hätten hier jetzt mal mit den Feldern etwas begonnen. Gut. Das kommt mir fürs Finanzielle ganz gut eigentlich. Mittlere Dichte brauchen wir sogar momentan wieder, ist die Nachfrage wieder da. Ein bisschen Arbeitsplätze haben wir geschaffen. Wird aber auf lange Sicht nicht reichen natürlich. Jetzt würde ich erstmal gucken, dass wir allgemein in den neuen Gebieten so ein bisschen die Bäume platzieren auch. Man sieht, dass auch jetzt mittlerweile die niedrige Dichte hier auch ein wenig am Aufbauen ist. Wir haben ja ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber das sollte halt lange nicht ausreichen. Bräuchten mehr Industrie in diesen Bereichen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das alles miteinander verbinden. Wir haben jetzt hier mal etwas mit den Feldern angefangen. Ich werde vielleicht am Ende nochmal irgendwo gucken, wie wir das Ganze dann begrünen. Würde halt mit Feldwegen auch sehr, sehr viel versuchen. Zum Beispiel, dass man hier dann erstmal ein wenig damit das Ganze vorbereitet. Hier haben wir ja diese kleine Straße. Die geht erstmal hier ein Stück weiter. Dich schließen wir hier vorne so an
Dann können wir ja schauen, ob man da vielleicht nochmal vereinzelt Felder mit reinnimmt. Aber ich würde halt gerne auch mit solchen Waldstücken auch öfters mal hier am Arbeiten sein. Hier vorne haben wir noch gar nichts irgendwie gebaut. Vielleicht hatte ich ja auch vor, das freizulassen. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn es frei ist. Wir hätten jetzt hier natürlich zum einen, dieser Platz wird sich anbieten, natürlich um hier die Feuerwache mit reinzustellen. Ich glaube, der Platz dafür ist sehr, sehr schön. Natürlich. Das Upgrade, was war denn das für ein Upgrade dann? Warte mal. Weil mehr Feuerwehrautos da sind, beschweren die sich, weil das halt direkt nebendran liegt. Okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, aber ich meine, wenn es brennt, da möchte man ja auch, dass möglichst alles auch gelöscht wird und nicht irgendwie es Mangelware ist. Nur, dass man einfach zu wenig Feuerwehrautos hat. So, wir mischen hier nochmal ein bisschen durch. Mal so die kleineren Sachen kann man ja immer mal wieder so ein bisschen mit reinnehmen. So. Gut, denk mal, das ist okay. Hier vorne lassen wir das auf die Weise. Und ja, wie gesagt, die niedrige Dichte, die kehrt ja gerade etwas zurück. Der Rest soll ein bisschen aufwachsen mit der Industrie. Da muss ich mir Gedanken machen, wo vielleicht Industrie hinpassen würde. Hier. An dieser Stelle. Ja, das wollte ich nicht. Würde ich gucken, dass man Gewerbe hinstellt. Na, ich glaube, wir lassen das mal zwischendrin ein bisschen mehr frei. Wir bauen nämlich hier auf der anderen Seite ja wahrscheinlich eh nichts hin, weil da ja die Bäume sind an sich. Hier vorne soll dann ja auf jeden Fall nochmal niedrige Dichte hinkommen. Das machen wir dann in einem Schwung, wenn die Nachfrage mal da ist. Dafür brauchen wir aber erstmal wieder doch den einen oder anderen Arbeitsplatz mehr. Gewerbe bietet sich dafür auf jeden Fall an. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie Industrie auch mit reinbekomme, jetzt hier hinten nochmal. Man kann ja mit einem Bahnübergang hier arbeiten, das wäre nicht das Problem. Wenn man zum Beispiel sagt, hier hinten gehen wir mal durch. Machen das mal so. Peilen mal diesen Bereich hier an. Gehen mit diesem kleinen Weg hier durch. Machen hier dann so einen Übergang. Weil da ist ja eh nicht viel los in der Richtung. Aber von der Industrie hier irgendwas aufzubauen, wäre halt auch schwer möglich. Also würde halt vom Abstand zum Dorf würde es passen, aber optisch würde es halt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel hermachen. Das ist halt immer ein wenig das Problem. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man diese Straße hier vielleicht nochmal ändern. Obwohl, nee, lassen wir mal so. Wir lassen die Leute mal dort parken. Parkplätze habe ich eh noch nicht, ne? Die müssen wir noch freischalten. Ach, könnte ich sogar. Könnte die Parkplätze freischalten. Das wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich mir das so betrachte, was hier alles so los ist. Würde ich hier vielleicht an die Stelle dann... Na, ich reiß wieder so viel ab dadurch. Das ist doch größer als gedacht. Bisschen größer als gedacht. Ne? Wie gesagt, ich lerne nicht dazu. Das ist wirklich... Das ist die absolute Frechheit hier. Es ist halt schwierig, jetzt hier nur so ein paar Bäume wegzunehmen. Ja, genau, das meinte ich halt. Das ist nicht ganz so einfach mit dem Tool. So. Wir haben hier mal einen Parkplatz an der Stelle. Ich würde hier drüben an der Schule dann auch versuchen. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier, das meine ich halt. Jetzt haben wir hier diesen extremen Durchfahrtsverkehr. Ich glaube, die wenden hier aber, oder? Das ist Durchfahrtsverkehr. Nee, ist tatsächlich Durchfahrtsverkehr. Den haben wir jetzt geschaffen. Irgendwann wird das die Autobahn übernehmen. Aktuell haben wir aber die Autobahn natürlich noch nicht. Gibt ja keine auf der Karte. Ah ja, wird interessant. Ich gucke gerade mal hier. Zwei Parkplätze passen sich ja sehr, sehr gut an. Sind von der Seite aus. Aber okay, das ist halt... Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Müsste aber eigentlich. Wir probieren es, weil es an der Fußgängerzone ist. Aber ich meine eigentlich, das müsste auch funktionieren. Das dürfte keinen Unterschied machen. Hoffe ich auf jeden Fall. Genau. Dann sind wir hier. Auf jeden Fall mal mit den Feldern, dass wir da mal begonnen haben. Das freut mich. Mit der Straße hier müssen wir natürlich gucken, wie wir dann weitergehen. Und das Ganze dann miteinander verbinden. Ich überlege, ob ich hier drüben nochmal ein Feld hinmache. Jetzt haben wir hier natürlich die Abkürzung geschaffen. Ist natürlich auch nicht so praktisch. Aber das wird natürlich alles nochmal ein bisschen besser und anders angeschlossen. Obwohl, ich weiß nicht.
ob ich den Bereich, ob ich die Industrie hier oder diese Durchfahrtsstraße, ob ich die irgendwann mal wieder unattraktiv bekomme. Weil das ja doch schon eine deutliche Abkürzung ist für euch. Können wir mal schauen. Wie gesagt, stört ja jetzt momentan nicht so direkt, aber na, müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Hier würde ich jetzt ganz gerne nochmal hingehen und würde hier auch nochmal ein Feld an die Ecke machen. Oh je. Das sieht ja aus. Dann gehen wir hier mal durch an dieser Straße. Gehen hier aber dann komplett hier zurück. Und schauen, dass wir uns hier nach vorne verbinden. Genau. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eben auch nochmal mit der niedrigen Dichte ein bisschen was zu machen. Geht die baut sogar direkt. Haben wir doch mehr Arbeitsplätze als gedacht? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hier hätten wir die Möglichkeit, auch nochmal ein Stückchen rauszugehen. Wollen Sie natürlich bestimmt richtig, dass Sie an so einer vielbefahrenen Straße am Wohnen sind. Ja, zur Not, wie gesagt, ist das halt auch schnell wieder entfernt, diese kleine Abkürzung, wenn wir das nicht anders irgendwie gemanagt bekommen, wie Sie fahren. Aber erstmal würde ich es halt so belassen. Kriegen hier nochmal ein bisschen die Ortschaft mit rein. Das gleiche würde ich hier dann nochmal machen. Weiß ich noch gar nicht, wie ich hier weiter bauen möchte. Schalte ich das mal hier so durchgehen, die Reihe hier wieder lang lassen. Das hat ja wieder richtig gut funktioniert. Ei, ei, ei. Gehen wir hier nochmal ein Stück weiter. Schließen hier nochmal an. Ja, es ist okay. Machen das hier nochmal auf die Weise und hätten hier die Möglichkeit. Ah, obwohl, der war, aber das ist viel zu groß. Wir machen das, wenn dann so. Machen das auf die Weise. Ja, die sind teilweise jetzt am Feldweg natürlich am Boden, das machen wir nicht. Okay, wir gehen da komplett durch, das ist besser. So, weil wir vermischen das hier natürlich nochmal ein Stückchen mehr. Genau, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Gut, dann setze ich jetzt für mich nochmal ein paar Bäume. Und sonst sind wir, glaube ich, erstmal am Ende angekommen, haben vieles erstmal auch ein bisschen vorbereitet. Wie gesagt, wichtig schon mal, dass wir die Felder haben. Bin mal gespannt, wie das dann eben am Ende mit den Bäumen aussieht. Ihr seht es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und ja, mal gucken, weil wenn die jetzt schon aufgebaut haben, dann würde ich das jetzt gern noch eben hier am Ende machen. Sehr schön, liebe Leute. Dann haben wir heute ja einiges geschafft. Ich habe jetzt gerade die Bäume noch gesetzt. Die bauen jetzt im Hintergrund noch auf. Mir ist leider aufgefallen, dass hier auf der Karte die amerikanischen Bäume verbaut sind, was ja logisch ist. Aber ich dachte, genauso wie die Straßen vom Stil her ändert sich das auch bei den Baumarten, wenn man zum Beispiel europäisch auswählt, dass da die Bäume ersetzt werden durch europäische Bäume. Dem ist anscheinend nicht so, weil ich hier jetzt auch einen Baum gefunden habe. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, der jetzt im Europäischen nicht vorkommt. Aber da können wir ja ein bisschen durchmischen. Das ist nicht allzu schlimm. Ich finde, man merkt das auch optisch gar nicht. Wenn ich jetzt auf den Baum nicht geklickt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht wirklich gemerkt. Aber so im Großen und Ganzen können wir das ja auch, wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen ein bisschen die amerikanischen Bäume, dann können wir die ja auch trotzdem verwenden. Das ist ja hier in City Skylines 2 zum Glück einigermaßen gut möglich. Gut, die liebe Leute, ich würde sagen, dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen das Städtchen natürlich weiterbauen, werde aber auch schauen, dass wir natürlich hingehen und uns ein bisschen um Arbeitsplätze kümmern. Da fehlt es momentan extrem. Das heißt, wir müssen irgendwo vielleicht eine Industrie, Gewerbe natürlich genauso mit reinbringen und schauen, dass wir da eben das ein bisschen entgegenwirken, dass die Leute dann und auch vor allem die Wohnnachfrage an sich wieder zurückkehrt, weil da ist momentan nicht ganz so viel vorhanden, was ich aber dann auch verstehen kann. Genau, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Es wäre natürlich sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr eine Bewertung für dieses Video hinterlassen würdet. Abonniert natürlich auch gerne den Hauptkanal hier. Ist kostenlos, aktiviert das Glöckchen und ihr verpasst keine Cities Skylines 2 Videos mehr. Und schaut auch gerne bei Multisash TV vorbei, lasst da auch gerne ein Abo da. Dort werden
die VODs von Twitch hochgeladen, sodass man sich einfach die Projekte auf Twitch, die ja auch ausschließlich Cities Skylines 2 sein werden, erstmal, dass man sich das einfach nochmal gemütlich anschauen kann. In dem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!